Moinsen, Mahlzeit und hallo, grüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von Yuppie Zockt Rocket League. Und ich spiele heute One on One. ja, ich bin ganz neu da drin und ich hoffe mal, dass es so ein bisschen was wird. Aber noch bin ich mir nicht ganz sicher, was das denn werden wird. Deswegen mal gucken. Ich habe mir jetzt gerade mal so ein bisschen angeguckt, wie das theoretisch laufen müsste, aber ich bin mir natürlich nicht sicher, dass das klappt. Und oh, scheiß Dreck. Oh. Ja, das war ein Tor gegen mich. Verdammt. Da seht ihr das nochmal. Ich natürlich in perfekter Lage. Also das Ding musste ich mir auch nicht angucken. So, dann mal ab dafür und... Oh, ein Tacken zu spät. Einmal ordentlich in Rücklage und Befreiungsschlag habe ich gekriegt. Super, aber ich wollte eigentlich den Booster haben. Oh, der ist ja genauso gut wie ich. Nur, der springt ja auch sogar dran vorbei. Aber... Nee, Mittelfeldpass bringt mir an der Stelle leider nichts. Denn mit Mittelfeldpass verdiene ich mir keine Krone. Oh, 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 oh. Heieieiei. Das war ja auch eine Nummer. Ah, voll auf den Mann. Nee. Okay. Das war dran vorbei. Schönes Ding. Okay. Jetzt ab nach vorne. Und den Boost einsammeln. Da ist der Ball. Oh, da hat er ihn eher erwischt. Nein. So ein Mist. Oh. Weg mit dir, du Ungetüm. Noch. Wie scheiße kann man spielen? Wie scheiße kann man spielen, Yuppie? Oh, wie oft habe ich dieses böse Wort jetzt schon gesagt? Wie schlecht kann man spielen, Yuppie? Na komm. Und, oh, das war falsch platziert. Aber, wenn ich jetzt... Nein, okay, falsche Richtung. Oh, jetzt kommt mein Gegner wieder, Olympic. Na, welche olympische Disziplin hat der denn wohl? Wohl nicht Ballerballer. Ach nee, Olli8MC ist das, okay. Gut. Wir schauen weiter. Nächster Schlag. Nee. Ah, er will auch nicht. Cool. Och, ich Idiot. Was ist das denn? Ja. Bin beigetreten. Ja, gut. Jetzt habe ich eine Einladung gekriegt. Aber... Oh, schön abgewehrt. Man kann es ihm nicht anders sagen. Den hat er gut gemacht. Oh, den habe ich ihm auch noch schön draufgelegt. Och, nee. Nein. Nein, ich lieg... Oh, wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Und das ist klar, dass er den mitnimmt. Okay. Ja, wachse an deinen Aufgaben, Yuppie. Oh, da ist er dran vorbei. Ja, Darren, es tut mir leid. Wir spielen gleich noch eine Runde. Ja, wir spielen gleich noch eine Runde mit Darren. Oh, bin er da schön abgewehrt. Ich will ja nichts heraufbeschwören, aber das sieht ganz stark nach einer Niederlage für mich aus. Ja, das sieht ganz stark nach einem Tor für ihn aus. Oh, du Schande. 1:5. Muss das denn wirklich sein? Wie ich dran vorbeisegel. Oh. Wie ein Fisch auf dem Trockenen zappel ich da rum. Gut. Wir versuchen es weiter. Ab ins Eck. Ja, ich hatte gehofft, dass er den selber noch mit reinhaut. Das wäre doch zu schön gewesen. Da ist Olli8MC an mir vorbeigesegelt. Nein.
Oh. Das hätte ja auch schlimm enden können. Och nee. Nee, nee, nee. Nicht das Backboard. Nicht das. Oh. Schön, wenn man auf das Nicht-Können der anderen setzen muss, um irgendwas zu schaffen. Och. Och nee. Wenn zwei Idioten sich treffen, ne? Da ist das 1:6. Das ist ja hier quasi wieder wie Brasilien-Deutschland. Nee. Ich will's nicht sehen. Mach es weg. Ja, gut. Wir versuchen den nächsten. Er bleibt hinten, oder wie sieht's aus? Ja, er bleibt hinten. Tor. Oh. Noch ein Ehrenschuss. Wir versuchen den nächsten. Vielleicht treffe ich da ja wieder. Vielleicht kann ich ihn ja noch wieder einholen. Da ist er drin. Wieder 2 Sekunden. Wenn das so weitergeht, dann führe ich nachher mit 12:6. Mindestens. Ah, okay. Seitlich. Da rast er jetzt auch wieder drauf, garantiert. Na, dran vorbei. Aber immerhin 3 Tore habe ich schon. Einmal weg mit dem Ding. Na, ich dachte, er trifft den. Deswegen wollte ich dazwischen gehen. Oh, oh, die Sau. Na komm. Da kommt der Ball. Und er steht voll daneben. Ich auch. Wir stehen beide ziemlich doof da. Ja, der ist dran vorbei. Schön. Schönes Ding. Einmal befreien und ab nach vorne. Und, oh, oh, das ist doch nicht wahr. Geiles Tor. Dankeschön. Guckt euch das Ding an. Da fliegt er und drin ist er. Er wollte noch mit dem Fallrückzieher raushauen, aber es hat nicht geklappt. Gut. Komm, 4:6 haben wir. Den habe ich scheiße getroffen. Wenn ich nur zählen würde, wie viele Male ich jetzt hier in diesem Match alleine scheiße gesagt habe. 6, 5, 4. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. 2, 1. Schade. Gut, 1:1 ist also echt schwierig, aber gut. Wir spielen jetzt erstmal eine Runde mit dem Darren. Da habe ich meinen Zylinder jetzt noch dazu gewonnen. Das ist schön. Auf in eine Runde mit dem Darren und dem Best Player. The Best Player VG ist auch übrigens sehr cool. Ich hole mir jetzt erstmal aber meinen Booster. Da hinten tänzelt der Ball rum. Was ist mit Best Player VG los? Controller leer? Oder VG? Och, ich doof, Mann. Das hat nicht sollen sein. Oh, voll dran vorbei. Komm, und jetzt den Booster und ab nach vorne. In die Mitte. Tor und Tor. Yes. Da haben wir das 1:0. Wieder den Boost für mich. Ab nach vorne. Da kommt der Ball. Weggeschlagen, beziehungsweise abgefälscht. Oder hat er den selber erwischt? Oh, oh, der fliegt schön, der fliegt richtig schön. Und Torschuss und Tor. Yes! So kann es weitergehen. Guckt euch das an. Da war ich schon kaputt, aber immerhin habe ich den Ball dahin befördert, wo er rein soll. Erster Ballkontakt. Ball abgefälscht.
Oh, das war eine Kollision. Da hat's Bumm gemacht. Ah, das tut doch weh. Und weiter. Yep. Perfekt getroffen, aber ab in die Mitte. Da soll er nicht hin, der soll eigentlich rein ins Tor. Erstmal den Boost holen oder... Oh, da ist das Tor gesichert. Sorry, Darren. Oh nein! Da haben wir noch einen abgekriegt. Das ist doch nicht wahr. Reingeflogen ist er. So ein Mist. Und jetzt ab. Seitlich weg. Oh, Mensch, da habe ich wen als neuen Freund hinzugefügt bekommen. Ja, er ist rausgeflogen aus dem Match. Scheinbar spielen wir gerade mit einem Computerspieler zusammen. Oh, 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 oh. Die Jungs wollen's. Die Jungs wollen's echt drauf anlegen. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch wohl echt der helle Wahnsinn. Drin. Schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ich finde sowas tragisch. Wieso passiert sowas immer uns? Erster Ballkontakt. Wenigstens das. Na komm. Und ab nach vorne mit dem Ball. Nicht abgefälscht. Oh, ich aber abgefälscht. Da hat er mich weggehauen. Oh, oh, der kommt schön in die Mitte. Der kommt schön in die Mitte. Kriegt Darren ihn oder krieg ich? Nein, der ist abgeflogen. So ein Mist. Oh, oh, weggedrängt. Das ist doch wohl echt der helle Wahn. So ein Scheiß. Kann doch nicht wahr sein. Ja. Oh Mann. Mit den Punkten wird das heute nichts mehr. Das wird gar nichts. Das wird echt mal so gar nichts. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nicht zu uns hin. Nein, 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 nein. Nicht dahin. Dahin, genau. Nein, 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 nein. Oh. Wieso? Was haben wir Böses getan? Ist das jetzt hier echt so eine Verliererrunde? Da haben wir einen. Und der Ball fliegt zu uns. Oh, weia. Juppie, juppie, juppie. Einmal hochkicken und ich hoffe, der landet gut. Der landet sogar gut. Oh nein, dran vorbei. Fliegt voll ins Mittelfeld. Der muss rein, der muss rein. Oh, da geht er rein. Abgefälscht durch den Gegner. Geiles Ding. Oh. Drei Tore. Drei Tore habe ich schon geschossen. Echt krass. Na komm. Wir haben das 3:4. Jetzt den Ausgleichstreffer noch irgendwie. Das wäre schön. Damit es in die Verlängerung reingeht. Oder damit wir vielleicht gewinnen sogar. Bin mir nicht ganz sicher, ob das was wird. Aber da fliegt der Ball. Da fliegt der Ball.
Und? Na komm. Rein da. Rein da. 24 Sekunden noch. Der Gegner stürmt auf unser Tor zu. Jetzt einmal den Kasten sauber halten und wieder zurück. Oh, da hat mich der Computerspieler mit weggehauen. Nein, Darren, was tust du da? Was tust du? Oh. Der war gefährlich. Na, oh, weia. Oh, weia. Oh, weia. Der fliegt gut. Der fliegt verdammt gut. Oh. Schade. Ja gut, das war's also mit dieser heutigen Ausgabe von Jupiter Ghost Recon Wildlands. Hahaha. Rocket League. Wir haben eine Standardspur in grün und ich danke ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao, euer Juppie.